Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heidi Zock und ich sind wieder in den Backrooms. Und Leute, es wird sehr, sehr abgefahren, denn es ist ein Backrooms, was so ein bisschen auf Real Life basiert. Möglicherweise das realistischste Backrooms, was ihr euch vorstellen könnt. Und wenn ihr Bock drauf habt, lasst ein Like da, wir gehen rein. Und ärgert Heidi auch nebenbei ein bisschen. Let's go. Heidi, Bro! Hey, Denno, was geht? Mann, Alter, ich sehe, du hast schon wieder den Backrooms-Anzug an, ne? Ja, ganz genau. Und deswegen, es wird heute ein bisschen anders. Du siehst schon die ganze Ausrüstung, die hier liegt. Und wir müssen uns heute ausrüsten. Aber es gibt eine kleine Regel, Bro. Wir sind ja Backrooms-Experten. Deswegen ja, dürfen wir natürlich nur einen Gegenstand mitnehmen. Wie? Wie meinst du? Ist es so realistisch? Wir haben keine Taschen? Wir haben keine Rucksäcke, ne? Nein, wir sind Experten, Bro. Wir sind Experten. Wir brauchen nur einen Gegenstand. Okay. Was ist mit dieser Kamera? Ich versuche die mal zu nutzen. Warte. Ich kann... ich kann in dich reinzoomen. Alter, das Ding hat Nachtsichtmodus. ID, Bro. Krass. Macht man den an? Yo! Okay, das ist genial. Also sag mal so, wir wollten ja eh ein YouTube-Video für den Kanal drehen, oder? Dann brauchen wir doch eigentlich auch Kameras, let's go, oder nicht? Alter, was geht ab hier in den Backrooms hier? Ey! Digga, was soll das? Warum haust du mich immer weg, Mann? Ey! Heidi, komm her, Mann! Cool. Hey, warte, hab ich einen blauen Anzug? Ja, hast du. Oh, okay, dann hast du den gelben. Nice. Aber gut, ich nehme was anderes, weißt du? Ich glaube, ich nehme die Taschenlampe. Irgendwie habe ich das Feeling, ich will die Taschenlampe mitnehmen. So. Okay, Heidi, das sieht gut aus. Mit der Taschenlampe kann ich auf jeden... Wow! Alter, das hat so einen Stroboskopmodus. Ey, warte mal ganz kurz. Ich glaube, das ist dafür wichtig, dass man, wenn ein Monster kommt, du kannst es damit einfach wegmachen. Das ist schlau. Okay, ich nehme sie mit. Ja, ich muss aufpassen, weil die Batterien können auch weggehen und ich weiß ja nicht, wo man Batterien finden kann. Okay, Bro, ich aktiviere jetzt das Display, den Mechanismus und geht in 5 Sekunden los. Okay, Heidi, bist du bereit? Ja, Mann, let's go. Rein durch die Backrooms, alte Zeiten mal wieder. Oh, no. Alter Schwede. Bro. Alter, Mann. Wie realistisch sieht das denn aus? Crazy, wir sind jetzt drin. Komm mal hier durch den Schlitz, Alter. Was geht hier ab? Oh, was? Oh, Mann. Alter. Also, ohne Witz, Bro. Das ist bis jetzt das realistischste Backroom-Spiel, was ich gesehen habe. Das sieht so krass aus. Siehst du die Wände? Irgendwie sind die ganz schön schmutzig. Mann, das kenne ich eigentlich nicht aus den Backrooms. Das sieht aus wie in diesen YouTube-Videos auch. Oh, nee, ne? Ich glaube, das wird nach rechts oder nach links? Gute Idee. Leute, schreibt es in die Kommentare. Wollt ihr links oder wollt ihr rechts reingehen? Was würdet ihr machen? Ich würde sagen rechts, Bro. Da ist es nämlich schön dunkel. Okay. Ja, let's go. Okay, komm. Also du hast ja die Taschenlampe, ne? Was kann die so? Ja, die kann diesen Stroboskopmodus. Aber ich sehe, meine flackert schon, Bro. Die Batterie ist ja bald leer. Oh nee, ne? Was war das? Bro. Hat das gehört? Bro, du musst die Taschenlampe, glaube ich, aufbewahren. Ich glaube, wir haben hier Energie. Ich habe auch eine Akkuanzeige in meiner Kamera, ne? Ja, meine Güte. Ich habe gerade gesehen, dass da war so ein Geräusch. Ich glaube, das Monster, die Entity, war da in dem Schatten. Nein, Bro, hier ist bestimmt nichts in den Backrooms. Das bildest du dir doch bestimmt alles ein. Ja, also ich glaube auch, dass das hier eigentlich nur so ein Fake-Backroom ist, weißt du? Jo, Heidi, stell dich mal an die Wand, Mann. Ich will mal kurz ein Foto von dir machen. Okay, hier an die Wand, so in die Ecke. Mann, Heidi ist auch dabei, wir sind in... Oh, was geht ab, Alter? Bro, hast du das gehört? Da hat was geschrien. Das habe ich auch gehört gerade. Also müssen wir in der Nähe sein, oder? Das kam da vorne aus diesem komischen Gang raus. Ich riskier's. Ich gehe da durch. Heidi, deine Batterieanzeige, ne? Denk dran. Wow, guck mal nach oben. Alter. Was? Das sind mehrere Ebenen. Verrückt, Mann. Was? Oh, wo sind wir hier? Hier piept was rum. Ja, ich höre es auch. Was piept da denn bitte rum? Ist, kann man hier Warte ruhig, Bro, warte. Okay, ich will auch mitgucken. Wow, da machen wir ein Video von. Alter, Leute, ich habe alles auf Band. So crazy, cool, wie das hier aussieht, Alter. Okay, was ist hier was vorne? Was ist die Vorsicht. Ursache für dieses Piepen? Wir sind sehr nah dran. Ja, ich glaube auch. Wir können uns ducken, Bro. Das ja, ist das nicht ist gut. Das ist aber gleichzeitig auch schlecht, weil das heißt, wir müssen irgendwann schleichen. Okay. Wir sind ganz nah. Ich weiß nicht, wo das Geräusch herkommt, aber ich habe das Gefühl, wir drehen uns gerade im Kreis. Hier, oder? Ja. Warte mal. Ich habe den Nachtsichtmodus an, Bro. Oh ja, nice. Okay. Was ist denn auch an? Ich sehe da soweit erstmal nichts, aber es ist verdammt dunkel hier drin. Oh, ich kann den Stroboskopmodus nicht mehr anmachen.
Nein. Nicht gut, Mann. Hier drinne ist es. Kannst du da rein? Nein, wir können da nicht rein, aber es ist da drin. Es ist in diesem komischen Labyrinth. Warte mal. Okay, okay, okay. Das ist gut. Cable. Irgendwie... Mann. Oh, was ist das? Yo. Wir sind da, wo wir... Oh. Oha. Wir sind unten. Okay, das ist gut. Aber wir müssen vorsichtig sein. Es könnte doch alles hier sein. Was ist das? Oh nein, nein, nein. Man kann hier lang gehen. Da sind Fernseher. Lass mich mal da reingucken. Oh, nee. Ach, das sieht nicht gut aus, Mann. Sollen wir da rein? Okay, warte mal ganz kurz. Ich will einmal zu diesen Fernsehern gehen, bevor wir durch diese rote Lampe gehen. Siehst du das da oben? Warte, was das da sieht aus wie ein Generator. Hier oben. Ah, yo, und die Kabel führen direkt hierher. Okay. Ah. Oh, es gibt zwei Kabel. Oh, ich check's. Aber ich habe das Gefühl, die sind alle mit demselben Generator verbunden. Wir müssen da jetzt nach oben hin. Irgendwie. Rotes Licht, ne? Rotes Licht und der Gang hier hat auch rotes Licht. Also ich würde sagen, wir gehen einfach rotes mal da Licht, lang. Grünes Licht spielen wir gleich. Nee, ja. Bitte nicht, Mann. Oh Mann, nee. Da gehe ich nicht rein. Also vergiss es. Oh, Bro. Das sieht gruseliger aus. Es flackert. Hey Leute, was geht, Mann? Heute Video wieder. Auf ganz entspannt, bitte abonniert unseren Kanal. Yo. Danke. Wenn es flackert, ist das nicht ein Zeichen, dass die in der Nähe sind? Ja. Ja, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh, hier ist eine Tür. Hier ist eine Tür. Heidi, Bro. Junge, hoffentlich hast du genug Mandelwasser mit. What? Oh nee, ne, da flackert noch mehr Licht. Was, warte mal, was ist hier drin? Was ist das? Okay, das ist einfach nur ein leerer Raum. Man kann auch springen. Jo, das sieht aus wie Garten of Banban, oder nicht? Okay, da geht eine Treppe hoch, aber zu nichts. Jo, einfach eine unsichtbare Wand. Warte mal, ich kann hier in die Räume reingucken. Bro, wir können okay. Hier... Okay, wir können hier rein, komm. Jo. Okay. Oh, nein! Nein, Taschenlampe ist leer! Nein! Ist die komplett leer jetzt? Ja, komplett. Wir können uns nicht verteidigen vor dem Monster. Ich habe auch nicht mehr viel Akku in meiner Kamera, also noch zwei Balken. Ja, entspannt. Orientier dich am Licht, weil hier ist auch viel Licht. Oh, warte mal. Nee, hier waren wir, aber... ID, Bro, ich seh dich nicht mehr. Ja, warte, ich komm zurück. Ah, ja, okay, hier. Perfekt. Okay, da bin ich. Jo, brauchst du diesen Kinderstuhl, Mann? Setz dich mal darauf. Wow, ich geh da mal hoch. Der ist für Riesen gebaut, Mann. Für welches Kind ist das bitte? Ich denk mal so zwei... Warte mal, jetzt sind wir im Kreis gelaufen. Ich geh mal einfach die Treppe... Nee, leider können wir uns nicht zurück noclippen, Bro. Das geht leider nicht. Aber ich glaube, hier ist die Lösung. Geh mal hier rechts lang. Hier waren wir, glaube ich, noch. Jo. Okay, das ist gut. Oder auch nicht. Doch, ist gut. Ist eine Treppe. Da ist eine Treppe. Okay, Mann, lass uns bloß gucken, dass wir hier ganz schnell zu den Generatoren kommen. Ich habe nämlich ein ungutes Gefühl, Bro. Ja. Oh, hier ist das rote Licht, Bro. Da sind die Generatoren, oder? Ja, da müsste er sein. Da müsste er sein. Einfach hinlaufen. Nicht umdrehen, oder so. Ja. Oh, was ist das? Oh, eine Tür. Oh. Ja, man kann die aufmachen. Was ist denn das jetzt für eine Tür? Da. Ja! Ja! Oh. Yes! Wir haben den Generator. Bro, Gott sei Dank. Soll ich den anmachen oder? Ja, natürlich. Ich probier's mal. Okay. Ich drücke hier drauf und dann muss man links und rechts drücken. Okay. Oh nee. Es läuft! Oh nee, ne? Und das sind beide Kabel. Man kann aber. Das war ein nicer Sprung. Oh Gott. Aber ich habe mir nichts getan, Bro. Alles cool. Ich wollte es natürlich nur mal testen. War nicht mit Absicht. Bam, hey. Haut rauf. Hey! Was soll das denn, Mann? Verzieh dich. Ich gehe als erstes zum Ausgang. Ja, warte mal kurz. Was musst du da machen? Jo, eine Fotoaufnahme, Barke deaktivieren. Hä? Zeig mal, wie sieht das aus? Jo, geh mal da rein. Weh, du drückst ich was, ich bin hier der Kameraexperte. Denno, hier, ich mach mal ein Foto. Siehst du das vielleicht? Ah ja, ich seh's. Warte mal, da ist ein Zahlencode an der Wand. Kleinen Moment. Oh, ja, hier, siehst du? Ich hab einen Zahlencode. Sag 2, mal. 3, 4, 6, 9. Okay. Ja. Hast du das? Läuft, die Tür ist offen.
Nice, Alter, das ist Teamwork, Bro. Das ist Teamwork. Yo. Und hier ist das Gerät. Hier okay. ist das Gerät. Bro, stell dich mal daneben. Duck dich und stell dich mal daneben. Da? Alter, machen wir mal ein paar Fotos für die Vogue. Yo, Mann, Heidi jetzt hier, Digga, mit unserer geilen Drohne. Okay, aber was bedeutet das? Kann man mit dem Ding irgendwas machen? Das Ding ist eine ferngesteuerte Kamera. Sieht aus wie ein Panzer. Ja, die benutzen Lass wir öfter. Lass mich den mal kurz kontrollieren. Vielleicht kann ich ja hier nochmal die Steuerung übernehmen. Ah, Bro, ich bin hinter dir. Yo, wie cool ist das denn? Oh mein Gott, ich gehe mal in diese dunklen Räume, aber hier kann ich ja nicht drauf. Oh, es ist dunkel. Boah, ist das dunkel. Siehst du das Licht davon? Ja, also von dem Fahrzeug sehe ich das Licht. Okay, es reflektiert aber nirgendwo. Okay, Bro. Okay, ich schau mal nach. Hier ist jedenfalls nichts. Alles gut, noch kein... Warst du das eben? Okay. Ja, das bin ich. Alles ist entspannt. Yo, Bro, ich bin auf Funk. Hörst du mich? Ja, ich höre dich über Funk. Ich höre dich über Walkie-Talkie gerade. Ich habe eine Treppe gefunden, Brudi. Oh, und ein rotes Licht. Du musst kommen. Warte, ich komme... Bist du nach links gekommen? Geh nach rechts, bitte. Nach rechts. Ich stehe hier. Okay. Okay, Achtung, Achtung, Achtung. Ich höre was. Geh da lang. Bro. Du musst nach rechts gehen, nicht nach links, ne? Nach. Ah ja. Ich bin doch da. Warte mal, komm mal her. Hörst du das? Hast du gehört? Komm mal hier an die Wand. Moment, ich komm da hin, Was ist das? Ah, das ist ein Generator. Okay. Das ist doch der Generator, den wir gerade angemacht haben. Ich wusste nicht, dass das der Generator war. Okay, ja, alles gut. Ja, das ist der Generator. Das ist alles gut. Aber weißt du was? Ich habe das Gefühl, wir drehen uns nicht im Kreis, aber ich denke, jetzt bedroht uns gleich irgendwas. Ich habe zwei Wege. Es gibt auch noch hier eine Treppe nach oben. Welche okay, nehmen lass wir? Lass die Treppe nehmen. Okay. Lass die Treppe nehmen, Bro. Wir müssen ja rauskommen aus diesen Backrooms. Mann, ist das cool. Das ist auch gar nicht so linear gemacht wie das andere Spiel. Hier hat man so viele Wege und voll die individuellen Räume. Ja, ich bin noch skeptisch, Bro, ob die uns hier lebend rauslassen. Ja, also, wir sind hier... Wer hat uns denn hier reingelassen? Wir sind hier einfach No-Clip mal wieder. Oh, nee, ne? Siehst du das hier? Warum ist hier Licht? Ich habe gerade ein ganz ungutes Gefühl. Es wird gleich irgendwas Schlimmes passieren. Dürfen wir das Licht berühren? Ich berühre es mal. Okay, alles gut. Passiert nichts. Ich leuchte. Oh Gott. Bro, ich glaube, wenn das flackert, dann sind die in der Nähe. Okay, das ist gut zu wissen, aber dann müssen wir jetzt auf jeden Fall langsam nach vorne gehen. Der ist also noch da, der hat sich gerade angeteased. Warte mal, ich weiß nicht, ob wir vielleicht rennen sollten, ne? Ja, weißt du, ich glaube auch... Da ist der Ausgang, komm! Ja, komm. Für mich hat es aber so gewirkt, als würden die richtig schnell sein. Raus hier! Alter Mann! Wo sind wir, Mann? Digga, was ist das da an der Tür? Oh nee, Heidi, Bro. Ist das der Ausgang? Was machst du da gerade? Kannst du die Tür... Wir können die nicht öffnen. Es muss eine Lösung geben. Was ist denn das da oben? What? Yo! What? Bro! Oh mein Gott! Guck dir das nochmal an. Kannst du es nochmal filmen? Guck dir das mal an, Alter. Ich mach Moonwalk, Alter. Hier an der Decke, Bro. Junge, wie krass ist das denn? Was ist denn das für ein krasser Effekt? Einfach die Schwerkraft ändert sich in den Backrooms. Das ist wirklich sehr, sehr crazy. Wow, schau dich mal um. Ja. Was? Da oben ist was. Ich sehe einen Generator. Der ist da irgendwie an der Wand. Kann man hier jetzt hochlaufen? Ich springe jetzt gegen die Wand. Okay, passiert nichts. Es müsste auch so eine Art Rampe geben, wie letztens. Ja, hier vorne. Ah, sehr schlau, sehr. Das ist einfach 4D-Labyrinth. 4D-Schach. Crazy, das ist ja so krass, Mann. Wie cool sieht das aus, Mann. Aber ich habe Angst. Oh, da ist der Generator, nice. Wir haben dieses Monster gerade gesehen. Haben wir nicht Angst, dass es jetzt auch gleich kommt? Ja, also Angst habe ich schon, aber warte mal. Ah, ja. Stabil. Wir müssen den Kabeln folgen. Stabil. Okay. Eine Tür ist offen. Ja. Alter Schwede, nice. Ne? Oh, das ist neues Equipment. Endlich! Eine neue Taschenlampe. Ja, Glowsticks. Okay. Bro, wir haben Glowsticks. Können wir die mitnehmen? Ja, aber du kannst nur einen Gegenstand mitnehmen. Ich glaube, ich bevorzuge aber... Den kann man werfen. Ich schmeiß den mal... Weiß ich jetzt nicht. Wohin? Meinst du, wir müssen hier lang? Weil... Pass mal auf, Bro. Pass mal auf. Ich mache einen Trick. Achtung. Woo.
Oh nein, die fallen trotzdem geiler runter. Trick, Heidi, geiler Trick. Komisch, die fallen trotzdem Leute, runter. Leute, Hashtag Gulli in die Kommentare, Digga, wenn ihr sagt, das war ja wohl ein geiler jo, ey, Trick. Warte kurz. Eine Sache will ich testen. Okay. Wenn ich da hochlaufe und den jetzt zu dir werfe, rollt er, nee, bleib da hinten. Rollt er dann zurück zu mir oder, Achtung? Ah, nee, der bleibt bei dir. Okay, interessant. Kann Sie er noch nicht mehr hier aufheben. Nun jemanden, der versucht hat, die Physik auszutricksen. Ich will, ja, Bro, erklär mir du, warum ich an der Wand gerade langlaufen konnte. Oh, warte, das ist cool. Guck mal, das kann auch ein Licht machen. Oh, ups. Ja, ich würde aber sagen, Bro, wir müssen mal langsam weiter, gut. Oder? Hey, das ist schlau. Guck dir das mal an. Das Gerät, da können wir uns gegenseitig tracken und ich kann Taschenlampe machen. Nimm mit. Das ist gut. Ich glaube, das Ding hat auch keine Batterieanzeige. Die Sache ist, dass die Taschenlampe, glaube ich, eher für die Entity was wirkt. Ja, egal. Warum brauchst du die Kamera eigentlich? Die ist ja... Ich drehe ein Video, habe ich doch gesagt. Oh. Ich habe es nicht gesehen. Yo, Mann, ich bin einfach hier rückwärts hochgegangen, Bro. Oh, einfach Moonwalk-Style. Da ist der Generator wieder. Wir sind wieder im gleichen... warte mal, da müssten wir aber wieder zurückgehen, weil da war noch eine geschlossene Tür, die nicht in dieses Labyrinth führt. Ey, die Tür ist doch auf. Ah, hier. Da kamen wir durch. Ja. Hier kamen wir doch durch. Ich glaube, wir müssen durch die Tür, Bro. Lass uns mal hier reingehen. Oh, okay. Yes. Yo, was? Leute, was ist das für ein Spiel, bitte? Wir sind, by the way, das ist voll das coole Spiel. Also wir haben, glaube ich, insgesamt gibt es bereits 3 Level und wir brauchen so lange, um durch dieses unfassbar nice erste Level zu kommen. Heidi, ich lauf hier hoch, Bro, guck mal. Jo, er läuft einfach an der Decke entlang, ey, er ist Spider-Man. Was geht, Bro? Er ist einfach Spider-Man. Wie cool. Alter, das ist schon, also ich schwör's dir, das ist eins der coolsten Backrooms-Games, die es gibt. Das ist das beste Backrooms-Spiel. Vergiss Escape the Backrooms. Das hier ist auch vor allem, weißt du, du hast nicht diesen Druck mit Mandelwasser und so. Und du kannst nur einen Gegenstand mitnehmen. Das ist so taktisch. Boah, die Grafik ist auf jeden Fall auch echt heftig, Mann. Diese Wasserreflexion. Ich habe Angst, Bro. Ich weiß nicht warum, aber ich habe gerade ein bisschen Angst. Oh, oh. Meine Kamera flackert. Hinter dir! Nein, Heidi, wir müssen weg hier! Heidi, wir müssen weg! Oh Gott! Oh Gott, Leute, ich hab ihn gefilmt! Ich muss hier weg, Mann! Weg! Weg! Geh weg! Ich brauche jetzt die Taschenlampe. Heidi, was? Hier liegt jemand. Nein! Nein, das bist du nicht. Der Typ hat, der hat eine Kamera in der Hand. Okay, Leute, ich glaube, ich schaffe das ohne Heidi nicht. Ich muss ihn suchen gehen. Okay, Leute, ich habe den Generator gefunden, aber ich muss Heidi finden, Digga. Wo ist der andere? Bitte lass mich das Monster nicht essen, bitte nicht. Okay, da vorne ist irgendwie ein Bildschirm rot. Oh, nee, Leute, echt nicht. 12 Sekunden später. Bro, Mann, ich bin hier in so einem dunklen Raum, Alter. Oh mein Gott, Bro, ist das ein Generator? Ich sehe das aus deiner Perspektive. Ich sehe dich, hallo. Warte mal ganz kurz, ich check das mal, ID. Kleinen Moment. Mhm. Man musste hier so 2 grüne Knöpfe, ne? Ja, oh. Ey, es flackert. Oh. Oh Gott. Bro, Mann, das hat mir so Angst gemacht. Alter, wo bist du bitte? Das sieht so creepy aus. Hörst du Mann, das? Mann, ey. Ich bin einfach im Himmel. Heidi, Mann, ich schwör dir, ich hol dich da wieder. Yo, das ist der Ausgang, oder? Yo, das sieht danach aus, oder nicht? Ist das gut oder schlecht? Opening-Sequenz? Ja, Öffnungssequenz. Yo, was ist denn das? Ihr macht die verdammte Tür auf, Mann! Mach doch die Tür jetzt mal auf! Was war das, Mann? Bro, ich hab was gehört, Alter. Was war das? Mach die Tür auf, bitte. Ich will doch hier. Ja, ja. Lass mich rein. Bro, oh Gott, oh Gott. Ich glaub, die Monster kommen. Ich muss hier schnell weg. Ja, komm schon. Komm schon. Ja, die Tür schließt sich, Bro. Die Tür schließt sich. Okay, ich sehe es. Die Tür geht zu. Dann müsste die andere jetzt gleich aufgehen, oder? Heidi, sag mir bitte, du kommst zurück in die Poolrooms. Ein paar Sekunden später. Yo, Heidi, hörst du mich? Ja, ich höre dich über Funk, Bro. Ich bin jetzt in einem Aufzug. Ich auch, Mann. Wo sind wir denn? Ich dachte, wir sind in den Poolrooms, Brudi. Ich weiß nicht, aber ich glaube, die Poolrooms waren noch nicht freigeschaltet. Wir müssen hier...
Oh nein, es ist das Level. Alter, Heidi, wir wurden komplett verarscht, Mann. Nein, es ist das Level. Was war das wieder für ein Geräusch? Wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Wir sind hier eingesperrt. Heidi, Bro, ich habe Equipment gefunden und ich komme jetzt zu dir. Wir müssen uns finden, Mann. Solange bleiben wir auf Funk, okay? Ich seh's, Bro. Ich sehe dich. Ich sehe ein blaues Licht oder ein lilanes. Du auch? Bro, ich habe die Map. Ich komme zu dir. Du musst dich nicht bewegen. Ich sehe auch dieses blaue Licht. Ich komme zum blauen Licht. Okay, komm zum blauen Licht. Wir treffen uns da. Ja. Ich komme nah. Ich gehe in deine Richtung. Ja, Jo, Mann, warum weißt du eigentlich, wo ich bin? Ich habe dieses Display. Ich habe dir doch gesagt, damit kann man die Positionen tracken. Ah, okay. Ja, das ist natürlich sehr smart. Taschenlampe. Oh, blaues Licht. Ja. Jawohl, ID, Bro, mach das bitte nie wieder. Ich hatte gerade so Angst, ich konnte einfach nicht mehr reden. War bei dir Equipment? Ja, bei dir Equipment. Bei ich möchte Equipment. Dieses Display nicht haben. Ich will diese Taschenlampe. Weil nicht, dass ich schon wieder... Ich habe doch eine. Entity. Ich habe doch eine. Alles cool. Bist du das? Ja. Der lacht. Hier lacht jemand. Okay, na gut. Dann benutzen wir deine Taschenlampe. Und ich schau mal, dass ich für ein bisschen Licht sorge hier. Jo, können wir vielleicht hier nach vorne gehen, Mann? Ja, okay. Ohne Witz. Das ist hier mit Abstand das gruseligste Backrooms-Spiel. Ey, ich dachte eigentlich echt, dass wir jetzt in die Poolrooms gekommen sind, ne? Dabei sind wir in so einem verdammten, verstunkenen Bunker, Mann. Das wird Mann. Wohl beim nächsten Mal erst der Fall sein. Ich habe hier rechts was gesehen. Wenn wir da lang gehen, dann ist dort ein Licht. Warte mal, hier ist auch ein Garagentor, aber das bringt nichts, ne? Nein, das bringt nichts. Aber guck mal, wie viele Gänge es hier gibt. Oh, hier ist was ist das? Oh. Own? 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 Was besitzen? Oh nee, ne? Will der Geist unsere das war crazy jetzt gerade. Das hab ich nicht gemacht. Das hab ich nicht gemacht, aber das ist doch... Hier waren wir doch. Einfach nur das Tor hat sich geöffnet, weil wir hier in dieser Area sind, okay? Vielleicht ist das aber... Bro, vielleicht müssen wir hierher. Komm mal her, wo? Ich sehe dich gerade nicht. Hier? Ah, ja, okay. Flackert das Licht hier? Okay, ich bin hier und du bist da. Oh, Lichter flackert. Hey Bro, ich hab die Taschenlampe ready, Mann. Ich zünd da direkt rein, zeig ich dir. Verschwend die Taschenlampe nicht, ich hab ja meine erstmal. Smiler? Du, nicht der Smiler. Nicht der Smiler, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, ich kann's euch jetzt schon sagen, wenn ihr Part 2 haben wollt, zerstört den Like-Button. Wirklich, komplette Eskalation auf den Like-Button. Es gibt nämlich noch Levels und das Spiel bekommt konstant Updates. Komm mal her, ID. Siehst du das Grüne da hinten? Ich, diese unheimliche Geräusche, die werden lauter. Ich glaube, Smiler ist in der Nähe, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Lass einfach rumlaufen. Oh, hier runter. Mann, aber da hinten war grünes Licht. Ist grün gut? Ist das real? Wow! Ayo. Stimmt. Hier ist eine Tür. Heidi, ich habe eine Tür gefunden. Was komm. Ich höre die ganze Zeit Geräusche. Ist das gruselig, Mann? Es ist so gruselig. Nice. Die Tür öffnet ins Licht. Ja! Oh, cool. Nice! Ich glaube, es ist eine Safe Zone. Safe Zone für... Nein, es ist eine Safe Zone. Oh Mann, ich habe Equipment gefunden, Bruder. Alter, schmeckt das. Oh, nice. Okay, dann weißt du was? Ich nehme auch die Taschenlampe. Ich würde mal sagen, wir gehen in die Richtung von den flackernden Lichtern. Irgendwie kommt... Das war ich. Okay, ganz ruhig bleiben. Ganz und hier vorne werden wir eingeladen. Oh, das ist natürlich gemein, ne? Wenn der Smiler kommt. Digga, dann hau ich dich sowas von rein. Hör auf damit! Oh Mann, Alter. Ah, das bockt immer wieder. Heidi, du bist der Erste, der gleich wieder gegessen wird. Und dann Nein, diesmal, ich bin ausgerüstet, weißt du? Dieses Mal bin ich safe. Ich lass dich sogar vorlaufen. Ach, so einer bist du jetzt geworden. Genau, oh mein genau. Gott, ein 31er Move. Ja, also ich bin das letzte Mal vorgelaufen. Lass mal hier lang. Wo? Hier. Okay, ja. Ich glaube, wir sind von da gekommen. Da. Hier ist wieder eine Garage. Okay. Die Sesam, öffne dich. Nein, geht nicht. Klappt nicht. Das hier steht wieder Owen. Yo, Bro, ich... Warte mal, wir können hier hochgehen. Da ist die Treppe, die wieder ins... Wow, Brudi, wo sind wir? Was ist das? Alter, keine Ahnung, aber das ist völlig verrückt. Das ist so cool. Wir sind... Boah, das sieht so bescheuert komisch aus, ne? Da oben ist eine Zahl. 2. 9,
hoch 2. 81, oder? Braucht man diese Zahlen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich merke mir den 81. 9 hoch 2 ist 81, ne? Jo, wie kompliziert. Ich würde einfach sagen 9,2. Du machst daraus wieder direkt so eine miese Megarechnung. Oben rechts war diese kleine 2, das ist doch Quadrat, ja, zum Quadrat. Ja, vom Ding her würde ich dir natürlich recht geben, aber meinst du, das haben die wirklich so gemacht hier? Ich denke, wir haben noch keine Zahlenkombi. Laufen wir nicht im Kreis gerade? Das wirkt so komisch. Ja, wir laufen tatsächlich im Kreis. Ali, Bro, komm mal mit. Ich will unbedingt zum grünen Licht gehen, weil ich glaube, da ist was. Grün ist immer gut. Ja, okay. Hier war diese 9 hoch 2 Jo, wieder. Siehst du das da hinten? Nice. Ja, da ist was. Da ist was. Bitte lass uns einfach raus hier, Mann. Ehrlich. Ich will hier raus, Mann. Ich will hier raus. Boah. Okay, das ist gut. Das ist sehr gut. Benutzen Sie die Drohne, um wieder irgendwas zu steuern. Lass dich mal gucken. Okay. Da! Denno bewegt die Drohne! Hallo! Yo! Okay. Weißt du was? Du bist der Drohnenprofi, Bruder. Ja. Deswegen lasse ich dich das mal machen. Ich werde mir mal überlegen, was wir hier brauchen. Oh, oh. Wow. Okay, okay. Licht ist ausgegangen! Vorsicht! Vorsicht, Smiler! Heidi! Heidi, Bro, ich muss mir jetzt mal ganz dringend Equipment besorgen und wir müssen hier schnell raus, Mann. Ich habe Das Equipment war hier. Alter. Aber ey, was sehr gut ist, ist, dass das Licht angegangen ist. Das heißt, wir können jetzt easy das Kabel suchen und hier ist auch schon eins. Und es führt direkt in die Richtung. Ich weiß, okay, wo es ich suche das andere Kabel, Bruder. Okay, stabil. Taschenlampe habe ich am Start. Wobei, ich glaube, wir sollten gemeinsam laufen. Nicht, dass wieder dasselbe passiert wie eben. Komm her. Jo, ein Kabel ging auf jeden Fall durch die Decke. Das ist ein bisschen komisch alles. Okay, ja, die zwei. Ich habe das bei zwei Kabeln gesehen. Wir laufen einfach den Kabel entlang und machen das. Mann, das Ding sinkt irgendwie ganz komisch, ne? Oh, hier ist der Generator. Es ist super creepy. Da ist doch der erste. Stabil. Okay, Mann, ich chipp das Ding direkt rein. Wir können los. Nice. Wo ist der andere? Und jetzt nur noch den zweiten. Ich hab den Generator. Bap, bap, bap. Da, 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 da. Let's go! Boah, bitte mach jetzt nicht das Licht hier wieder dunkel, ne? Ich sehe dann absolut nichts. Ich sehe dich wieder, du bist am Laufen. Okay. Wenn du dich orientierst, du läufst jetzt in die andere Richtung als letztens. Okay, das reicht. Genau, ich bin bei dir, Bro! Du bist ja direkt hier, Mann! Let's go! Wie cool ist das? Ich kenne doch die Backrooms wie meine Westentasche. Ja, easy. Natürlich. Er spawnt einfach nur direkt neben dem Raum. Psch, Mann, Heidi. Aber ey, beide sind an. Beide sind an. Wir können jetzt durch das Tor. Nee. Wir müssen jetzt erstmal das Passwort eingeben und das wird tatsächlich ein bisschen schwieriger. Das kriegen wir mit dem Auto her, aber warum mit dem Auto, wenn wir das Auto im selben Raum haben wie hier? Wir müssen es uns einfach merken, weißt du? Das ist ein fünfstelliger Code. Schalten Sie die Generatoren ein. Suchen Sie das Passwort für die aktive Schwellenöffnungssequenz und geben Sie es ein. Ah, der sagt, oh mein Gott! Nein! Du musst, Bro, ich hab das Display. Ich sag dir, wo du bist. Du musst in die andere Richtung. Ey, ist das schwer. Jo, ich muss in die andere Richtung. Oh nein, ich hör's. Ah! Nicht schon wieder. Nein, denn du liegst hier einfach schon doppelt und dreifach. Bro, ich hab was gefunden. Ich mach mal ein Foto davon. Da ist eine 9. Nee, das ist keine 9, das ist eine 6. Und oben rechts ist die 0. Das heißt, das müsste wohl die Position sein. Und weil wir ja schon eine 9 hoch 2 hatten, ist es also 6. Dann haben wir noch drei Zahlen, die fehlen. Also 6 ist an der 0. Stelle. Was? 6 ist an der 0. Stelle? Ja, also quasi die erste. Da müsste die 2 ja dann die 3. Stelle sein, weißt du? So 9 hoch 2 sozusagen. Ja, nee, Mann, das macht doch gar keinen Sinn. Doch, oder? Aber die 6 ist die erste Stelle. Die 6 ist die erste Stelle. Bro, ist das gerade das Monster gewesen? Das Monster kommt, Heidi, das Monster kommt! Oh nein, nein! Ich kann nichts machen, Mann! Ich kann nichts machen! Ich habe alles gegeben. Nein! Aber... Digga, es ist nicht das einzige Monster, ne? Wir haben hier mehrere. Warte, da bei dir ist eine 0. Siehst du das? Ah, das war das Foto. Oh mein Gott. Bro, das ist zu schwer, um ehrlich zu sein. Das ist die kleine Version der Map. Oh Gott. Was ist das da auf meinem Kamerabandmann?
Ich hab's gerade gesehen. Alter, ich respawn noch Lenz. Aber da kann ich nichts machen. Denno! Leute, wir beide sind draufgegangen. Das heißt, wir haben es verloren. Ja, Leute, das war's wieder mit einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn ja. Und Hashtag schwer, wenn ihr sagt, Junge, die Backrooms waren heute echt schwer. Kuss, Kuss, Kuss. Euer Denno out.